Ja, da kommt ihr ja. Und weg ist er. Ach, gib doch mal Ruhe hier. Langsam. Commander Shepard, come in. Go ahead. I have information from Palavin Command. Please return ASAP. Ja, dann laufen wir zurück. So, hier runter. Und ab zum Commander. Ja, mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ja. So, hier gibt es noch Beinschienen. Datenpad. Commander Hexner Nachschub. Sie haben uns Wintersachen geschickt. Ich weiß zwar nicht, was sie dachten, was wir damit hier wohl anfangen sollten. Aber ich nehme an, wir sollten trotzdem dankbar sein. Die Energiequellen können so umfunktioniert werden, dass sie die Filtereinheiten unserer Kampfausrüstung betreiben. Auch ganz schön, wenn die nicht so schnell verstopfen. Ja. Nehmen wir das Minikit hier noch auf. Mehr ist hier jetzt nicht. So, und das war daneben die Station. Da ist er. Sprechen wir mal an. What have you got? As your partner said, succession is usually simple. But right now, the hierarchy's in chaos. So many dead are MIA. I need someone. I don't care who. As long as they can get us the Turian resources we need. I'm on it, Shepard. We'll find you the Primarch. Garrus. Ah, Garrus. Wunderbar. Vakarian, sir. I didn't see you arrive. At ease, General. Good to see you again. I thought you'd be on Palavin. If we lose this moon, we lose Palavin. I'm the closest damn thing we have to an expert on Reaper forces, so I'm advising. James. This is Garrus Vakarian. He helped me stop the Collectors. He's a hell of a soldier. Lieutenant, good to see you too, Liara. Good to see you in one piece, Garrus. General Corinthus filled me in. We know who we're after. Palavin Command tells me that the next Primarch is General Adrian Victus. Victus? His name's crossed my desk. Know him, Garrus? I was fighting alongside him this morning. Lifelong military. Gets results. Popular with his troops. Not so popular with military command. Has a reputation for playing loose with accepted strategy. What do you mean? On Tatris, during the uprisings. His squad discovered a Salarian spy ring about the same time the Turian Separatists did. Rather than neutralize the ring, he fell back. He even gave up valuable fortifications which the rebels took. Then the rebels attacked the Salarians, and when both groups had worn each other down, Victus moved back in. Didn't lose a man. Bold strategy, but wild behavior doesn't get you advanced up the meritocracy. Primarch Victus, that should be something to see. Unconventional thinking might be the only way to save Palavin. And Earth. He'll do whatever it takes. Reminds me of an old human Spectre I knew. Okay, let's get him on the shuttle and get out of here. Commander! Shepard, come in! Can this wait, Joker? We're in the middle of a war zone. We've got a situation on the Normandy, Commander. It's like she's possessed. Shutting down systems, powering up weapons. I can't find the source. I need the Normandy standing by. We may have to bug out. Should I go back and take a look? Do it. Garrus, you said you were with Victus this morning? Yeah, but we got separated. He went to bolster a flank that was breaking. Could be anywhere out there. We're trying to raise him, Commander. Incoming Harvester! Headed for the airfield! Harvester, isn't he? General, tell Primarch Victus we'll rendezvous here. In the meantime, let's go take care of whatever that thing dropped off. Coming, Garrus? Are you kidding? I'm right behind you. Ja, das freut mich ja, dass Garrus bei meiner Aktion da überlebt hat, dass ich ihn wieder an Bord habe. Garrus war einer meiner Lieblingsleute aus meinem Team. Aber eigentlich mochte ich sowieso alle Leute. Also, ich, wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr, wer bei mir gestorben ist. Ich glaube, so viele waren es nicht. Kann es sogar sein, dass ich extra
letztes Mal gespielt habe, um so viele wie nur möglich durchzukriegen. Just me, but those Reapers look like couriers. Hier, fertig. Right. They do. Ein Hass, noch ein Hass. Und ein hast du nicht gesehen. Na? Den hast du nicht mehr gesehen. Ja, und Garrus ist natürlich ein hervorragender Scharfschütze. Deswegen habe ich das Scharfschützengewehr. Kommt doch her, ihr Husks. Mach euch fertig. Oh, da kommt schon der nächste Welle, ein Marodeur. Na, die Pistole hier. Na gut. Nehmen wir doch mal das. Ne, abschätzen wir ja nicht. Machen wir mal die Munition rein. Und auf geht's. Ja! Dagegen sind die ja richtig verwundbar. Wieder reinladen, aus Versehen verdrückt eben. Noch mehr. Blöde Maschine. So. Da unten liegt noch Munition. Oder sowas. Ja, Munition. Können wir gleich zum General wieder zurück. Ist hier sonst noch irgendwo was? Ne, sieht nicht so aus. Ja, da mal wieder zurück, würde ich sagen. Ach, ich habe hier sogar noch einen Aktivskill, sehe ich gerade oben in der Leiste. Was ich vorhin gelernt hatte, um meine Rüstung zu verbessern. Das ist ein Schild. Shepard, komm in. Go ahead. Still trying to raise the Primarch, but we've got trouble back here at the main barricade. If the Reapers breach it, we're done. On my way. Ja, dann gehen wir hier mal zur Barrikade. Oh, scheinbar dürfen wir hier die schweren Geschütze jetzt nutzen. Ja, das freut mich ja. Montiertes Geschütz. Jawohl. Das ist mal was nach meinem Kaliber hier. Okay, come on. Ah, da ist noch einer. Jetzt nicht mehr. Da vorne. Das ist ja fast wie Mornhuhn schießen hier. Und die nächsten. Nein! Ja. Da. Jetzt stirbt doch mal so. Natürlich die, die fast an dem Zaun dran sind, natürlich als erstes erscheinen, sollen wir nachladen. Nachladen hier und die nächsten. Oh. Was ist das? Oh. Das sieht aber nicht freundlich aus. So, was haben wir denn Nettes für ihn? Ich lad mal die Brandmunition rein. Kann ich ja nochmal mein Schild verbessern. Wow. Jawohl, tritt in den Schädel ein. Uah, Deckung.
Jawohl, der ist erledigt. Der nächste. Und den machen wir so. Ja, wunderbar. Da haben wir selbst die großen Viecher ausgeschaltet. Und einen Rang ab, haben wir ein Level ab. Auch hier gleich mal verbessern. Verstärkung. Punkte haben wir. Hier. Ja, da brauchen wir 6 Punkte für. Dann würde ich mal sagen, verbessern wir mal die Brandmunition hier. Munitionskraft Zugang. Achso, macht die Effekte ihrer Munitionskraft mit 50% Effektivität in Gruppenmitgliedern zugänglich. Ja, das hört sich ja gut an. Ach, nicht genügend Punkte, dann sparen wir uns das mal. Obwohl, nee, dann können wir das hier mal reinstecken. So. Ups. Garrus. Überlastung hört sich gut an. So. Das hätten wir gerade eben gebrauchen können. So. Plus Munitionskapazität. Machen wir das mal. Und Durchschlagungskraft hört sich jetzt an. Annäherungsmine ist auch gut. Kann ich hier auch mal auf den zweiten Rang. Machen wir einen Betäubungsschutz auf den zweiten Rang hier. James hat noch 2 Punkte, den wir gegen den Wassenkoppenmeister. Ja, dann haben wir auch schon alle Punkte ausgegeben. Ja, da haben wir auch schon wieder ein paar Missionen. Können wir uns das ja nochmal anschauen. Können nochmal weiterfliegen. Aber erstmal die Mission hier beenden. Damit die Turianer auf unserer Seite haben. Hoch. Ja, Garrus, dann weiter uns mal. Munition, auch mal gut. Okay, I'm going on foot. Shepard out. Garrus, take me to the last place you saw Victus. Ja, okay. Ich dachte, da kommt jetzt eine Zwischensequenz. Da wurde er geboren. Oh Mann. Ja. Tja. Aber die wollen ja nie hören, der Rat und so weiter. Wir haben denen schon öfter gesagt, dass die Reaper kommen werden, aber sie wollten einfach nicht auf uns hören. Scheinen auch ziemlich harte Brocken zu sein, dass man die nicht so leicht knacken kann. Oh, da hinten ist ein abgestürztes Raumschiff. Ja, sollen wir hier jetzt... Oh. Oh, hinter uns auch noch. Danke für die Warnung, Garrus. Naja, egal. Shit, I hate those things. Ja, and New York is crawling with the creepy bastards? I never should have left Earth. Leaving the fight just pisses me off. But you're here asking Victus to do the same thing. Leave the fight to make nice in some boardroom. This summit is the only chance we've got. None of us is beating the Reapers alone. Oops. Ja, das stimmt. Also so als Soldat möchte man natürlich am liebsten niemals die Schlacht verlassen, aber. Anders wiederum, wir müssen natürlich alle Leute versammeln. Oh, da hat er bestimmt schon wieder was abgebrochen. Soldier,